Wir nehmen einen von einem Interceptor-Duell. Das könnte natürlich auch gehen. Wäre natürlich nicht zu cool. Ja, komm dann. Vorbeigefahren? So, machen wir es einfach nochmal, dass der Polizist kommt. Ja, fahr vorbei. So. Nein, das war dämlich. Das war dämlich. So, komm her. So, jetzt fahren wir Vollgas. Der kann doch, der wird doch irgendwann mal kaputt gehen. Oh, 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 oh. Ganz schlimm. Ich brauche eine Werkstatt. Wird es da irgendwo eine Werkstatt geben? Da oben sehe ich das Werkstattsymbol. Scheiße! Ich will nur in die Werkstatt, bitte. Da vorne ist sie. So, geht doch! So, und jetzt zum Versteck. Ja, das ging jetzt einfach. Das ging ja relativ einfach. Ja, und das war spektakulär. So, das war natürlich jetzt nicht so gewollt. So, hier wäre wieder ein Interceptor. Das wir aber nicht wollen. Ja, genau. Der Polizei geht mir jetzt einfach mal gekonnt aus dem Weg. Denn wir wollen ins Versteck. So. Ist sogar noch ein ganz schönes Stückchen und da kommt die Polizei. Also fahren wir mal ein bisschen langsamer. Ach, das war doch klar. Ja, ich bin noch mal weg. So, 86.000 Speedpoints in Sicherheit gebracht. Und ich glaube, wir haben sogar einen neuen Wagen freigeschalten. Müsst ihr mal gucken. Wäre natürlich extrem geil. So.
Die Speedliste ist abgeschlossen und wir haben massig Punkte dazu gewonnen. Rang erhöht. Neue Lackierung, neue Verfolgung, neue Leistung, neuer Wagen. Mercedes. Ja, aber ich nehme jetzt dann auch bei den Rätseln mal wieder ein neues Auto, denn wir fahren jetzt hier immer mit dem gleichen. Es ist zwar für mich cool, weil es ein BMW ist, aber nicht zu einem Zweck. Und der Mercedes sieht, obwohl ich keine Mercedes mag, richtig gut aus. Das bedeutet Krieg. Kapitel 3. Der Bürgermeister nahm sich heute extra die Zeit, Officer John McManus im Krankenhaus von Redview County zu besuchen, wo seine im Einsatz erlittenen Verletzungen behandelt werden. Laut einem Polizeisprecher werden die Behörden nicht aufhören, bis die Verantwortlichen gerecht bestraft sind. Wenn die Polizei eine Lektion daraus lernen kann, dann die, dass sie nicht mit uns mithalten kann. Officer McManus war an seinem Limit. Wir noch nicht. Angeblich gefährden wir die Öffentlichkeit, aber eigentlich sind sie außer Kontrolle. Aber sie leugnen die Wahrheit. Sie wollen Rache für ein Verbrechen, das es nicht gab. Die Cops waren unsere Rivalen. Jetzt sind sie unsere Feinde. Es gibt keinen zweiten Platz. Ich werde die Rivalität anfeuern. Was machen wir denn? Zeit für einen Blick in den Spiegel. Ja, mach mal einfach. Es gibt keinen zweiten Verfolgung. Ich werde die Rivalität. Ja, machen wir mal das ganz rechte. Zeit für einen Blick in den Spiegel. Okay. So, das heißt jetzt aber erstmal einen Wagen. Ich würde schon gerne mal. Wo ist er denn? Wo ist denn der Mercedes? Ich habe total Mercedes freigeschalten. BMW. Hier, Mercedes. Ach Gott, in Gelb. Ja. Ja, dann nehmen wir den mal. Wir haben jetzt genügend Geld. Die müssten wir eigentlich auch kaufen. Ich wollte eigentlich schon mal alle kaufen, aber naja. Dann ballern wir mal schnell Verfolgungstechnologie drauf. Störsender, Schockwelle. Ja, dann nehmen wir die da. Und ja, nehmen wir doch den Turbo oder die Betäubungsmine. Ich würde den Turbo nehmen. So, dann natürlich jetzt erstmal Wagen personalisieren. Ich würde ihn so, ja, das passt. Felgen, ja, wenn es schon schwarz, würde ich sagen. Streifen, nee. Vielleicht ein Nee. Ja, das wäre cool, aber leider nicht vorhanden. So, Nummernschild. Nehme einfach das da. Und na, passt auch. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen wieder zur Cop-Karriere. Da müssen wir auch wieder weiterspielen. So, sammle 15.000 Speedpoints in einer einzigen Session, das geht auch, Silber bei einem Event, geht auch. So, Silber bei einem Event. Ja, dann nehmen wir doch einfach so ein Zeitfahren. Um da Silber zu erlangen, ist glaube ich am einfachsten. Vor allem als Cop nervt dich keiner. Das ist der Vorteil. Da nervt dich wirklich keiner. So. Ja, jetzt mit unserem schicken M6. Wird bestimmt geil. An die Zeit von William komme ich natürlich nicht dran. Der hat einen Ferrari. Ach so, das ist ja gar kein Rennen. Scheiße, das wollte ich nicht. Ich wollte ein Zeitrennen machen. Okay, das war natürlich jetzt Fail.
Was wollte ich ja gar nicht machen? Manno. Kommt jetzt mal her. So, wow. What the fuck? Ja, schön gut. So, einen haben wir schon. So, jetzt brauche ich den zweiten. Der ist hier. Und den haben wir eigentlich jetzt auch gleich. Also eigentlich dürften wir ihn gleich haben. Komm. Ja, natürlich, wenn wir da reinfahren, natürlich nicht. Was? Was für ein komischer Bug. Wo sind die? Können jetzt natürlich irgendwo sein. Hier ist wieder einer. Ich habe einen gesehen. Jetzt muss ich mich ranhalten. Hier ist der erste. Na, das schaffe ich glaube ich nicht mehr. Ja, ach komm! Der ist doch gleich kaputt! Und ich werde es nicht mehr schaffen. Der lässt sich jetzt wieder, reparieren. Okay, ich schaff's nicht mehr. Und jetzt pisst's auch noch. Er hat es nicht geschafft. Geradeaus drauf zufahren. Scheiße. Muss ich jetzt warten, bis einer kommt. Schade. Okay. Was ist das? Schnelleinsatz. Genau, das wollte ich eigentlich machen. Solches Rennen wollte ich eigentlich machen. Einfach ein Schnelleinsatz. Aber naja. Jetzt haben wir Bronze beim Rennen auch noch mitgenommen. Was soll's? Oh, das ist natürlich jetzt nicht gut. Wenn der Schaden kritisch ist. Hier vorne wäre eine Werkstatt, aber da werde ich nicht hinkommen. Da werde ich jetzt vorbeifahren. Wobei, ich könnte sogar drauf zufahren. Ja, da können wir hinfahren. Ich bin auf Einsatz. Huch. So, hier ist die Werkstatt. Fahren wir schnell rein und jetzt können wir wieder pushen. Aus der Bahn. Ich bin wichtig. So, den Racer ignorieren wir jetzt einfach. Der hat jetzt einen Freilos. What the fuck? Falsch abgebogen. Ja, also, ja, wenn wir so eine Abkürzung fahren können, natürlich. So, Einzeldrift, jetzt ist mal noch driften, ach Junge.